Moin Moin, ich bin Kai vom Steinekanal und heute schauen wir uns die Dampflokomotive BR-52 von Kobi an. In diesem Video schauen wir uns auch an, wie es aussieht, wenn man die Lok simpel motorisieren möchte und ob die Lokomotive wirklich um Kurven herumfahren kann, wie es Kobi Brandmanager Arthur Machlowski angekündigt hat, zumindest um die R88 Kurven oder ob das Ganze dann doch eher ein Displaymodell ist. Zunächst kommen wir aber erstmal zu den Eckdaten des Sets. Das Set, was ihr hier seht, ist die Executive Edition, hat die Setnummer 6280, die offizielle Setbezeichnung lautet DRBR52 Steam Locomotive und das Ganze hier ist im Maßstab 1:35 gehalten. Das Set besteht aus 2623 Teilen und beinhaltet zwei Minifiguren. Außerdem ist das Ganze hier ein 2-in-1 Modell, das heißt, ihr könnt entweder die polnische oder wie hier zu sehen in meinem Beispiel die deutsche Variante aufbauen. Der Unterschied zwischen den beiden Varianten liegt jeweils in den verschiedenen Drucken, es sind also alle nötigen Teile bedruckt worden, es sind keinerlei Aufkleber enthalten, das Ganze ist also pad-printed. Auf der Vorderseite der Verpackung sehen wir hier einmal die deutsche Version abgebildet zusammen mit dem deutschen Lokomotivführer und auf der Rückseite der Verpackung haben wir dann hier einmal die polnische Version abgebildet, zusammen mit dem polnischen Lokomotivführer. Zusätzlich noch ein paar Hinweise zu den beweglichen Teilen dieses Sets und ein paar Eckdaten zur Originalversion der Lokomotive. Die Qualität der Teile ist, wie man es von Kobi gewohnt ist, sehr gut, allerdings hat man bei der Fülle an schwarzen Teilen natürlich auch viele sichtbare Fingerabdrücke. An ein paar wenigen der größeren Teile sind hier und da auch leider ein paar Kratzer vorhanden. An vielen Teilen lassen sich Angusspunkte deutlich erkennen. Die Klemmkraft der Teile ist sehr hoch, wodurch natürlich die Lok sehr stabil gebaut ist. Selbst die kleinen Deko-Elemente wie die Schläuche oder die Rohre hier an den Seiten sind ebenfalls sehr stabil. Man kann hier also einfach an den Seiten anfassen und die Lok natürlich zum gewünschten Zielort transportieren. Wobei man die Lok natürlich nicht an jedem Deko-Element anheben sollte, da kann sich natürlich schon ein Teil lösen. Bei der Lok haben wir die Möglichkeit, das Dach des Führerhäuschens abzunehmen. Dieses ist an nur 4 Noppen befestigt, wobei man von unten schon ganz schön gegendrücken muss, weil auch diese 4 Noppen eine ganz schön hohe Klemmkraft haben. Im Inneren haben wir erstmal 2 Sitze für Minifiguren, dazu noch einiges an Anzeigen und eine kleine Luke, um natürlich den Dampfkessel befeuern zu können. Die Luke zum Befeuern des Dampfkessels lässt sich öffnen und im Inneren haben wir dann orangefarbene Transkliersteine, die natürlich die glühende Kohle darstellen. Die Fliesen am Boden haben eine Holzoptik und wenn man nah genug herangeht, kann man sogar eine kleine Maserung erkennen. Links und rechts an den Seiten haben wir Transclear-Fenster, wobei die Hälfte jeweils bedruckt wurde. An den beiden Seiten ist jeweils noch eine Tür, diese lässt sich öffnen, wobei das Fenster jeweils nur aufgedruckt ist. Ich denke mal, an diesem Print werden sich sicherlich viele stören, wobei natürlich eine Lösung mit einem Transclear-Fenster schöner gewesen wäre. Mich persönlich stört es jetzt bei diesem Modell weniger. Nach vorne heraus haben wir hier an den Seiten auch nochmal kleine Fenster, diese sind aber auch nur durch Prints angedeutet. An den Seiten haben wir jeweils noch Prints mit der Typenbezeichnung. An der Vorderseite haben wir noch einen Print mit der Nummer der Lok und diese 3 kleinen Scheinwerfer sind ebenfalls Prints. Auch die kleinen Pufferteller hier wurden ebenfalls bedruckt. Der Tender ist ebenfalls sehr stabil gebaut. Hier kann man einfach irgendwo anfassen. Das Ganze hier ist wirklich sehr stabil und sehr massiv. Hier oben haben wir eine Einführluke für die Kohle und hier haben wir dann auch mit einigen Spitzenteilen die Kohle angedeutet. An beiden Seiten befindet sich ein Print mit Details zur Lok, wie beispielsweise Gewicht oder auch Zuladegewicht von Kohle oder Wasser. An der Rückseite des Tenders haben wir hier eine Leiter sowie ein Print mit der Nummer der Lok. Ebenso Prints für die Rücklichter oder aber auch die Pufferteller. Vorne und hinten befindet sich eine Möglichkeit, den Tender zu koppeln. Nach vorne hin natürlich zur Lok oder nach hinten hin könnten wir auch beispielsweise den bald erscheinenden schweren Plattformwagen ankoppeln. Zum Koppeln haben wir ein Verbindungsstück, dieses besteht hier aus 2 Teilen. Diese können dann zusammengesteckt werden und halten die Lok sehr gut zusammen. Einzig kompliziert ist das Anbringen dieser beiden Teile, denn man hat eigentlich kaum Platz, diese Teile mit den Fingern irgendwie zu befestigen.
Zum Koppeln habe ich die Lok und den Tender jeweils auf die Seite gelegt. Das Ganze ist hier zum Glück stabil genug und dann muss man das Ganze irgendwie zusammenfummeln. In diesem Set sind 5 gerade Schienenelemente enthalten. Diese wurden im sogenannten Dual-Mold-Verfahren hergestellt. Neben den Gleisen haben wir sehr schöne Schwellen in Holzoptik. Und auch wenn man hier ganz genau hinschaut, kann man die Maserung des nachgebildeten Holzes erkennen. Zum Aufbau, wir haben insgesamt 8 nummerierte Beutel und die Anleitung, die wurde hier in 3 große Hefte aufgeteilt. Ganz am Anfang haben wir eine Übersicht, welche Beutel mit den jeweiligen Bauabschnitten hier zu welcher Anleitung gehören. Zusätzlich haben wir hier eine Art Warnhinweis mit den leicht zu verwechselnden Teilen. Diese wurden jeweils mit einer Nummer versehen und in der Bauanleitung finden wir dann diese Nummern auch wieder. Der Aufbau selbst ist recht simpel. Wir haben hier einmal eine Übersicht über die neu hinzukommenden Teile. Die vorherigen Bauschritte wurden alle ausgegraut und nur das, was neu hinzukommt, ist dann hier farbig unterlegt. Die Anleitung beschreibt in erster Linie den Aufbau der deutschen Variante. Nur wenn ihr die polnische Variante aufbauen möchtet, dann müsst ihr diese Zusatzfelder hier beachten. Diese sind nochmal mit dem Hinweis markiert 2 in 1 PKP Tütu. Dies ist die Bezeichnung der polnischen Variante der Lok. Nach 527 Bauschritten ist das Set dann fertig aufgebaut. Das Set habe ich zusammen mit Jana hier vom Steinekanal aufgebaut. Ich habe die Lokomotive gebaut und Jana den Tender, wobei es für Jana das erste Mal war, etwas von Kobi zusammenzubauen. Das Set haben wir ganz entspannt zusammengebaut und zusammengerechnet haben wir in etwa 18 Stunden dafür benötigt. Wobei 2 Drittel der Zeit auf die Lokomotive fielen und in etwa 1 Drittel auf den Tender. Kommen wir zu den Minifiguren. Hier haben wir einmal den Lokomotivfahrer für die deutsche Version. Dieser ist von vorne am Torso und auch am Hut bedruckt. Und hier sehen wir den Lokomotivführer für die polnische Version. Dieser ist ebenfalls von vorne am Torso und am Hut bedruckt. Wenn man beide Minifiguren nebeneinander hält, sieht man, dass die Minifigur der deutschen Version ein kleines bisschen größer ist. Dies liegt vermutlich daran, dass man für diese Figur Stiefel gewählt hat. Dann schauen wir uns die Fahreigenschaften des Sets an. Beim Tender beispielsweise haben wir 2x2 Achsen, wobei sich jedes Achsenpaar um 360 Grad drehen kann. Hierdurch sind Kurvenfahrten mit allen gängigen Schienen möglich. Bei der Lok hingegen haben wir insgesamt 6 Achsen. 5 der Achsen sind über Zahnräder miteinander verbunden, sodass sich alle gleichmäßig drehen. Zusätzlich sind die 3 mittleren der 5 Achsen mit einem Gestänge verbunden, was sich dann ebenfalls mitbewegt. Während man sich beim Zusammenbau Achse für Achse weiter fortarbeitet, merkt man, dass jede Achse, die neu hinzukommt, mit den Zahnrädern etwas schwergängiger wird. Dabei habe ich mich natürlich gefragt, ob überhaupt eine Motorisierung möglich sein wird. Wenn sich die Räder drehen und dabei das Gestänge mitbewegt, merkt man, dass sich hier im vorderen Teil leider das Gestänge bei einigen Positionen etwas verhakt. Wenn man versucht, etwas Raum zu schaffen, indem man den vorderen Bereich des Gestänges etwas mehr in die Mitte biegt und natürlich die anderen Teile etwas weiter nach außen, funktioniert es leider immer noch nicht. Es hakt immer noch an einigen Positionen, was sehr schade ist. Wenn man die Lok vor und zurück bewegt, kann es einfach passieren, dass die Räder hier einfach mal komplett blockieren. Wenn man etwas mehr Druck ausübt beim Hin- und Herschieben, dann drehen sich die Räder zwar, aber man sieht, dass das Gestänge dann immer etwas hin und her springt und dabei klackt. Daher habe ich dann einfach die vorderen Teile des Gestänges abgenommen und siehe da, die Lok lässt sich wunderbar vor und zurück bewegen. Als nächstes habe ich dann mal einfach einen ganz groben Test gemacht, wie es denn mit der Motorisierung aussehen würde. Dazu habe ich ein Rad abgenommen und dann hier einfach mal einen Kardanmotor angeschlossen und diesen mit einer Kardanwelle aus Metall verbunden. Wie man sieht, dreht sich alles wunderbar mit. Deshalb habe ich mich dann gleich mal an den nächsten Motorisierungsversuch gewagt. Mit Hilfe eines Mikromotors von Kada ließ sich die Lok motorisieren, ohne dass ich die Lok selbst umbauen musste. Der Mikromotor von Kada ist etwas höher als ein Standard 2x3 Brick. Hierdurch kann er wunderbar zwischen den Achsen eingebaut werden. Zusätzlich habe ich eine kurze Achse,
ein kleines Zahnrad sowie einen Lochstein verwendet. Für den nötigen Abstand vom Motor zur Lok habe ich dann noch eine kleine 2x4 Plate drunter gebaut. Und schon war die Motorisierung komplett. Dies ist natürlich etwas provisorisch und war eher etwas wie eine Machbarkeitsstudie. Wie man sehen kann, hat es aber funktioniert. Die Funk-Akkubox habe ich hierzu in die Fahrerkabine hineingeschoben. Dort verschwindet sie zwar nicht komplett, aber für den Test war es jetzt erstmal in Ordnung. Besser verstecken lässt sich das Ganze natürlich hinten im Tender. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, es funktioniert sehr gut. Die Lok lässt sich mit diesem kleinen Minimotor problemlos vor- oder auch zurückbewegen. Wenn man die Lok umbauen möchte mit einem größeren Motor und das Ganze natürlich etwas mehr verstecken möchte, da denke ich mal, sollte es kein großes Problem sein. Zum einen haben wir hier zwischen dem großen Kessel und den ganzen Achsen noch relativ viel Freiraum und auch sicherlich in dem Kessel hat man einige Möglichkeiten, den Motor zu verstauen. Die Akkubox, den Funkempfänger oder was immer ihr für eine Kombination hierfür verwenden wollt, könnt ihr sicherlich sehr gut im Tender einbauen. Dann kommen wir natürlich auch gleich zum nächsten Test. Wo sich die Lok hier schon auf den Schienen befindet, ist natürlich die Frage, wie es mit der Kurvenfahrt aussieht. Hierzu habe ich mir R88 Kurven besorgt. Diese lassen sich auch problemlos mit den neuen Schienen von Kobi verbinden. Ebenso ließen sich die Schienen von anderen Herstellern problemlos mit diesem Set verbinden. Laut Aussagen von Kobi soll die Lok fähig sein, R88 Kurven zu bewältigen. Und wie man sehen kann, hat sich diese Aussage als wahr herausgestellt. Der Grund, warum die Lok diese Kurven schaffen kann, obwohl sie 6 starre Achsen hat, liegt einfach darin, dass bei Achse 2 und bei Achse 6 ganz andere Räder verbaut wurden. Diese Räder hier laufen in den Gleisen mit und die anderen Räder laufen einfach drüber hinweg. Somit blockieren die anderen Räder nicht in der Kurve und können sich über diese Gleise hinweg bewegen und hängen dann teilweise auch mal in der Luft. Als nächstes habe ich dann die Standard, die R40 Kurven getestet. Dies sind die gängigen Kurven, die man von den meisten Herstellern kaufen kann. Wie man hier sieht, fangen die Räder bei Kurveneinfahrt leider an zu blockieren. Bei den Kurvenfahrten kann man dann ganz deutlich sehen, wie die Lok vorne ausschwenkt. Die Lok kann also entgegen vieler Befürchtungen motorisiert werden und auch für Kurvenfahrten verwendet werden, auch wenn es hier nur für diese R88-Gleise möglich ist. Der Tender hingegen kann problemlos auch auf R40-Kurven fahren. Dann kommen wir noch zur Größe des Sets. Bei der Lok kommen wir vom vorderen Pufferteller bis nach hinten auf etwas mehr als 40 cm. In der Breite liegen wir bei ca. 9 cm. An der breitesten Stelle ist die Lok ca. 11 Noppen breit. In der Höhe kommen wir auf ca. 13,5 cm. Beim Tender liegen wir bei ca. 27 cm in der Länge. In der Breite kommen wir sogar auf fast 10 cm. Und bei der Höhe kommen wir auf etwa 12 cm. Koppeln wir die Lok mit dem Tender, kommen wir vom vorderen bis zum hinteren Pufferteller auf ca. 66,5 cm. Die Größe sollte man auf jeden Fall bedenken, auch wenn das Set auf Standardschienen fährt, passt diese Lok sicherlich nicht in jede Klemmbausteinstadt. In der Variante der Executive Edition hat man außer den Schienen auch noch eine Art Sockel, den man aus größeren Plates hier unter die Schienen baut. Dazu haben wir in der Mitte noch eine Namensplakette mit dem Schriftzug DRBR 52 Steam Locomotive Scale 1 to 35. Vielleicht lässt sich das hier auch schon so in der Kamera erkennen. Die beiden Enden biegen sich etwas nach oben. Hier ist also relativ viel Spannung auf den Plates. Wenn man die Lok aber darauf stellt, dann ist alles wieder ebenerdig. Neben dieser Variante der Executive Edition gibt es noch 2 bzw. 3 ähnliche Varianten. Neben dieser Variante der Executive Edition gibt es noch eine Standard-Edition. Diese besteht aus 2505 Teilen und beinhaltet nur eine Minifigur, aber keine der beiden Minifiguren, die in diesem Set enthalten ist. Dazu ist die Standardvariante auch kein 2-in-1 Modell, ihr habt dort nur die Prints für die deutsche Version. Und statt des Sockels habt ihr nur die 5 geraden Schienen.
Die Setnummer der Standard-Edition lautet 6282. Neben dieser Executive Edition und der Standard-Edition gibt es aber auch noch eine weitere. Mit der Setnummer 6283 haben wir das Ganze praktisch einfach nur ohne Tender. Das Ganze ist dann ebenfalls eine 2-in-1-Version für wieder die deutsche und die polnische Variante. Und soweit ich erkennen konnte, sind es die gleichen Prints und auch die gleichen Minifiguren wie in der Executive Edition. Und wie in der Standard-Edition erhaltet ihr nur die Gleise, also ohne die Plates darunter. Die Version, in der nur die Lokomotive enthalten ist, besteht aus 1723 Teilen. Neben diesen drei genannten Versionen gibt es aber auch noch eine weitere Lokomotive, nämlich eine Kriegslokomotive. Diese hat die Setnummer 6281 und besteht aus 2476 Teilen und beinhaltet eine Minifigur. Die Kriegslokomotive ist, soweit erkennbar ist, komplett aus Grauenstein gebaut. Die Kriegslokomotive wird ohne die Windleitbleche an der Front gebaut, dafür hat sie aber einen Tender. Diese Version beinhaltet ebenfalls nur die Schienenelemente ohne die Sockelplates darunter. Die Preise der Standard-Edition, Executive Edition und der Kriegslokomotive liegen alle bei 199,99 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung. Besonders der gleiche Listenpreis von Standard-Edition und Executive Edition verwundert natürlich ein wenig. Viele Händler bieten die Standard-Edition günstiger als die Executive Edition an. Dies liegt am höheren Einkaufspreis der Executive Edition, wodurch es Händlern natürlich ermöglicht wird, einen etwas größeren Rabatt bei der Standard-Edition zu ermöglichen. Warum beide die gleiche Preisempfehlung haben, bleibt leider offen. Die Version mit der Setnummer 6283, die ohne den Schlepptender auskommt, wird zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 129,99 Euro verkauft. Kommen wir zu einem kurzen Fazit. Diese Lok ist nicht nur als Displaymodell zu gebrauchen, sondern kann sogar auch motorisiert werden. Entweder ganz einfach, wie in meiner Version, oder wer möchte, kann diese sicherlich auch etwas komplexer umbauen. Der Maßstab von 1:35 taugt für mich persönlich eher als Display-Variante. Wer aus alten Tagen noch eine Stadt aus Klemmbausteinen hat, mit der damaligen Größe, der wird sicherlich mit dieser Größe der Lok etwas überfordert sein, da sie wahrscheinlich einfach nicht dort ins Bild passt. Optisch gefällt mir persönlich die Umsetzung der Lokomotive sehr gut und ich kann mir vorstellen, dass Freunde von Lokomotiven, die sonst mit Klemmbaustein nichts am Hut haben, auch Gefallen an dieser Version finden werden. Auch den Einzelteilepreis von ca. 7 bis 8 Cent je nach Anbieter finde ich vollkommen in Ordnung. Bei den beiden Türen wäre natürlich eine Lösung aus Transklierstein schöner gewesen. Ich persönlich kann diese Lok allen Lokomotivfreunden empfehlen. So, nun bin ich aber auf eure Meinung gespannt. Was haltet ihr von den Lokomotiven von Kobi? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und lasst mich auch mal wissen, was ihr von meinem kleinen Mini-Motorisierungsversuch haltet. Wenn ihr euch für die Sets interessiert, in der Videobeschreibung findet ihr einige Links, wo ihr die Lokomotiven bekommen könnt. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen, gebt dem Video einen Daumen hoch, hinterlasst auch ein Abo, falls noch nicht geschehen, und aktiviert die Glocke, damit ihr immer über die neuesten Videos informiert werdet. Und dann verbleibe ich bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen!